Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire Dorm, dem Thrawn's Revenge Mod. Wir sind das Imperium der Hand, Mischung aus Chiss, Aszendenz und Imperium, Thrawn und im Prinzip Thrawn ist so die Verkörperung davon, ein Chiss, der im Imperium arbeitet. Wir haben hier neue Helden gekriegt, bisher habe ich die noch nicht genutzt. Das frustriert bestimmt einige von euch, auch wenn ich das hier relativ weit im Voraus aufnehme, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber wir versuchen, die bald mal einzusetzen und versuchen jetzt Cheruba und Relifon noch komplett die Raumeinheiten komplett zu vernichten und dann die ganzen Planeten am Boden einzunehmen. Dann sind die Japaner weg. Die Japaner haben mich in letzter Zeit so genervt. Die nervigsten Fraktionen waren die Corporate Sector Authority und definitiv die Japaner. Die anderen sind schwierig zu besiegen gewesen, gerade am Anfang die Pentastar-Koalition, weil die so nah bei mir war und so. Eriado, Tarithel und Gresham und Dude haben halt einfach so krass starke Einheiten. Aber sobald man eine Flotte hat, die groß genug ist, kommt man damit relativ gut klar, wenn man gute Bewältigungsstrategien hat. Aber das, ey, so viele kleine Pizzle-Schiffe bei den Japanern, die so unglaublich viel Schaden machen. Könnte ich mich immer noch drüber aufregen, aber... und wir haben noch ein paar neue Raumschiffe gebaut, die wir vielleicht mit zu dieser Flotte zuholen sollten. Ihr beiden greift da bitte an. Ihr alle Steuerung 1. Die haben hier auch eine Meridian 2 und eine Meridian 3. Das macht die deutlich stärker als den letzten Planeten, als Harpes vorhin. Der ist zu nah dran. Das ist natürlich schade. Sobald er sein Ultra Heavy Mega Maser verloren hat, müssen wir den leider rausziehen. Gut, das ist dann so. Da kann ich nicht viel gegen tun. Alle jetzt hier gucken, dass wir auf die Falien gehen können. Einmal schauen, dass der Schlachter wegkommt. Die Beidam Corvette vernichten und dann heilt sich das Ding halt selber, deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir immer gut uns auf einen Hardpoint konzentrieren. Du darfst fliehen. Ich ziehe das hier ein bisschen weiter in die Länge, dass wir nicht so viele Einheiten quasi verlieren. Kommt, ihr müsst hier bitte auch die kleineren Schiffe einmal vernichten, weil die extrem gefährlich für euch sein können. 1, 2, einmal nachrücken. Du darfst ebenfalls fliehen. Du gehst vielleicht mal da drauf. Ihr beiden ebenfalls hier hin. Störung 1. Und dann gucken wir mal, dass wir hier die verschiedensten Waffensysteme auseinandernehmen können. Du darfst fliehen. Aber es wird ja langsam weniger, das merkt man ja auch. Ihr alle seid Störung 1, kommt euch hier drum und... Wir gucken jetzt mal, dass wir hier ein paar Schafs reinholen. Die dürften ganz gut gegen die Meridian 3 funktionieren. Sind jetzt, glaube ich, 6 Stück, ne? Nehmt euch die nächste Turbolaser-Batterie vor und du feuerst da schön drauf. Ihr seid Steuerung 3, greift an, bitte. Da hinten kommt der nächste Schlachtruf. Ich würde hoffen, diese Falien besiegen zu können, bis der kommt. Bis der hier irgendwen von uns angreift. Sehr schön. Volle Feuerkraft bei euch, bitte. Ihr habt noch seine vollen Leben. Ihr dürft schon mal ein Stück weiter fliegen. Den Nova Cruiser hier. Und ich glaube, dann haben sie auch weder Nova Cruiser noch Schlachtdrachen in der Hinterhand. Beide am Korvetten kommen dann noch. Und halt Bomber und Jäger. Aber das ist nervig, weil das die Schlacht wahrscheinlich noch um 2-3 Minuten raus... nicht Minuten. Sekunden rauszögert, wenn die noch hier leben. Aber die leben nicht. Perfekt. Nur noch ein Planet, wo die wirklich... Verteidigung haben können. Und ich hoffe, da es kein Capital Shipyard Planet ist, dass wir hier ein bisschen Spaß haben können. Wir holen hier nochmal Flugeinheiten. Hier auf jeden Fall nochmal Phalanxe. Und in der letzten... Oh mein Gott, jetzt 5 Phalanxe auf einmal. In der letzten Folge wurde uns gesagt, dass Kostei angegriffen werden wird. Habe ich jetzt bisher noch niemanden gesehen, der hier auf dem Weg dahin ist. Haben wir uns eigentlich nicht so ein Prolipsi-Interdictor geholt? Wenn ja, wüsste ich nicht wo. Holen wir uns nochmal einen und nochmal einen Schaf und dann haben wir auch kein Geld mehr. Einen Schluck Kaffee trinken, der mittlerweile schon kalt ist. Der war bei der Aufnahme des letzten Let's Plays noch lauwarm, sagen wir so. Komm schon. Relifon, bitte. Starte, Dankeschön. Das wird schnell gehen. Ey, Leute.
könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich dann sein werde, wenn die komplett besiegt sind. Komm, einfach mit dem Kopf durch die Tür sozusagen. Alle Phalanxe, die ich so auf einmal hier reinholen kann. Ist das eine Meridian 3? Ja. Nur in Anführungszeichen eine Meridian 3. Wie viel schneller das einfach im Gegensatz zu dieser Aphalion Starbase geht, ist erschreckend. Auf die Meridian 1 bitte. Da kommt nochmal ein Schlachtdrache raus. Ist jetzt aber auch nicht so problematisch. Ein einziger Schlachtdrache. Wobei, bevor ihr auf den Schlachtdrachen geht, nehmt euch die Schiffswerft, dann kommt kein neuer Schlachtdrache. Perfekt. Einfach kollabiert. Nova Cruiser und dann. Na, sind noch nicht vernichtet, aber. Bisschen so nebenher. Schießen wir noch drauf. Immer noch nicht vernichtet. Danke. Danke. Wenn die jetzt nichts Neues aufbauen, haben die keine Raumeinheiten mehr. Hier nach Galenor. Einheiten von. Haben die doch. Ich auto-resolve jetzt einfach. Wenn da jetzt was passiert wäre, wäre ich sauer gewesen. Ihr hier lang. Ihr mal Richtung Karida, wie Han Solo es nennt. Hä? Nicht die neue Republik? Sechs Torpedos. Hat der auch eine Torpedosphäre oder was ist der? Allegiance? Okay, nur ein Sternzerstörer. Nur ein Sternzerstörer in Anführungszeichen. Oh Gott, wie groß ist die Flotte? 600 Punkte oder was? 800 Punkte! Gut, da werden wir uns auf den Bodenkampf einstellen müssen und das wird hart. Also ich meine, die sind von Andor gekommen. Es hat lange gedauert, bis die hier angekommen sind. Schauen wir mal. Beginnen wir das Ganze. Enemy forces ahead. Vielleicht brauchen wir da den anderen Phalanx, den wir noch haben. Hier, Fleet. Hypervelocity Gun auf jeden Fall auf den Helden. Ach gut, dass das noch das hat noch gesessen. Ihr seid Störung 1. Hier Störung 2. Mal sehen, ob wir die irgendwie auseinanderreißen können. Das wäre sehr nett, wenn die hier ein bisschen in unterschiedliche Richtungen fliegen würden. Aber wenn wir den Helden schon mal wegkriegen könnten. Der hat zwar nur Command Tier 5, aber Command Tier 5 ist halt besser als gar keine Command Tier, ne? Sehr schön. Die Engines sind noch nicht weg, aber der verliert trotzdem ganz gut an Leben. Und wir müssen die jetzt einfach nur auf uns zukommen lassen, damit wir der Hypervelocity Gun noch ein bisschen Zeit geben, sich aufzuladen, nochmal einen Schuss abzugeben. Ja, guckt mal. Ah, die ersten schießen schon auf irgendwelche Jägerchen, die da kommen. Ihr könnt hier den Eidolon-Kreuzer vernichten und meine eigenen Jäger dürfen auch hier in die reinkommen. Die Hypervelocity Gun schießt nochmal bitte auf. Hallo? Was geht hier ab? Auf den Helden. Und da können wir nochmal sehen, was hier auf uns zukommt. Das ist kein schöner Anblick. Wirklich kein schöner Anblick. Nehmt hier den Kreuzer bitte. Das sind die ersten 10 Punkte, die wir von diesen 800 vernichten werden. Danach nehmen wir uns den Broadside-Kreuzer, Gladiator-Kreuzer meine ich. 9 Punkte nochmal, da haben wir schon 19 Punkte vernichtet. Wenn wir den Helden kriegen, kommen immerhin 38 Punkte dazu, also könnte schlimmer sein. Und haben wir irgendwie die runter auf 750. Aber bevor wir hier irgendwas Großartiges besiegt haben, sind die ersten, oh mein Gott. Und eine Torpedosphäre schon halb vernichtet. Eine einzige Torpedosphäre reicht mit dem Torpedos halt schon vollkommen aus, um hier die ganzen Schilde runterzunehmen. Du darfst fliehen, bitte. Du darfst fliehen, bitte. Wenn wir hier auch nur zwei, drei Schiffe verlieren, haben wir echt Probleme. Deswegen. Ja, ich würde mal sagen, wir sind mit unserer Hauptflotte so erfolgreich. Es dürfen jetzt ein paar Einheiten, die wir so noch holen. Komm schon.
Sehr nett. Warum hat er so wenig Leben? Ist der auch von der Hypervelocity-Gun getroffen worden? Pause. 1, 2. Oh mein Gott, die Charves haben wir auch. Die Charves dürfen wir hier drauf. Läuft hier an. Und der ist besiegt, solange wir den nächsten Hypervelocity-Gun-Schuss setzen können gleich. Kann ich den dazu nehmen? Kann ich. Alle bitte hier auf die Engines gehen. Pause. Du darfst langsam fliehen. Du ebenfalls. Volle Feuerkraft bitte. Mir geht auf diesen Victory-Sternzerstörer jetzt. Das wäre vielleicht ein Großteil der Victory-Sternzerstörer vernichten. Ich weiß nicht genau, wie viele die hier haben, um ehrlich zu sein. Das ist aber schön, dass hier meine Spawn-Mukurias sozusagen. Oh, du darfst mal fliehen. Wie viele Jäger haben die bitte? Das ist schon. Hat er sich geheilt? Ah nein! Der eine Victory-Sternzerstörer hat komplett die Hypervelocity-Gun für den abgefangen. Oh, das ist nicht gut. Das bedeutet, den werden wir nicht mehr in irgendeiner Art und Weise kriegen. Es sei denn, wir schaffen es, die Hypervelocity-Gun nochmal. Das ist extremst uncool. Die Hypervelocity-Gun muss gleich nochmal neu schießen auf den. Der ist vernichtet. Jetzt kümmern wir uns um kleinere Sachen. Weil das ist das Einzige, was wir gerade noch machen können. Der versucht abzuhauen. Das ist mein. Okay, wir müssen den Victory-Sternzerstörer dafür vernichten, damit der abhauen kann. Das ist meine Versicherung, die dafür sorgt, dass ich noch einen Hypervelocity-Gun-Schuss absetzen kann, hoffentlich. Komm, vernichten. Oh mein Gott, ist das nervig. Auf den hier bitte drauf gehen. Bei dem würde ich schon wirklich gerne vernichten. Habt ihr den? Sehr schön, die nächste Sterngaleone bitte. Die nächste Torpedosphäre, interessant. Aber du haust mal ab und du fliegst ganz weit hierhin, damit die Hypervelocity Gun gleich auch wirklich schießt. Ich hoffe, dass die den auch trifft, aber momentan sieht es nicht so aus, als wäre da irgendwer, der den Schuss abfangen könnte. Jawoll, ja! Und jetzt einfach Retreat. Immerhin. Ich denke mal, 100 Punkte haben wir den auf jeden Fall geklaut, vielleicht auch 150. Aber einfach nur die Torpedosphären bringen den halt einfach 360 Punkte. Ich glaube, die sind sogar, sind die 64 Punkte insgesamt? Damit wäre es dann irgendwie so 380 Punkte oder so. 384 Punkte müssten es dann sein. Schauen wir mal kurz. 565 haben sie noch. Du fliegst jetzt bitte hier unten. Ich weiß nicht, ob du einer oder zwei bist, aber flieg bitte nach hier unten. Ich warte aber nicht auf den. Bei der nächsten Schlacht können wir den. Den haben wir auch noch unten geschickt. Sehr schön. Die wollen jetzt nach Kashyyyk. Nervig. Und gerade hatten die noch 560. Jetzt sind es nur noch 504. Die haben eine Torpedosphäre hier rausgezogen. Die haben noch 5 Victories und ansonsten nur noch Kleinkram. Okay. Ob ich das in einer Schlacht gewinnen kann? Weiß ich nicht. Aber in zwei Schlachten ist das möglich. Müssen wir nur darauf setzen, dass wir schnell genug sind, um potenzielle Bodeneinheiten halt abzuwehren. Wir sollten schauen, dass wir den 200 Punkte oder mehr ziehen, dann müssten wir 3 Torpedosphären nehmen oder halt eine Torpedosphäre und ein bisschen was anderes, vielleicht 5 Victories oder so. So oder so, wir können einen Hypervelocity-Gun-Schuss setzen. Bringt nicht so viel, aber bringt ein bisschen was. Und wir können hier bei dieser schönen, großartigen, großen Map versuchen, die ein bisschen auseinanderzuziehen. Wenn wir schon mal 2 Victory-Sternzerstörer alleine erwischen würden, wären es halt schon mal 30 Punkte, ne? Immerhin ein Victory-Sternzerstörer dreht hier ab. Drehen die da ab, ich weiß es nicht. Der nächste Hypervelocity-Gun-Schuss greift den wieder an. Okay, der wird schon angegriffen. Wird der auch schon? Der wird auch schon angegriffen. Das bedeutet für mich 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4.
Du darfst fliehen, dann kriegen wir nochmal vielleicht ein bisschen mehr Platz für andere Einheiten. Und ihr jetzt alle bitte auf diesen Victory-Sternzerstörer, dass wir den schon mal wegkriegen. Und du musst jetzt fliehen. In der Hoffnung, dass der vernichtet wird. Das Problem ist, wir müssen jetzt auf den nächsten Victory-Sternzerstörer. Der schiebt sich hier zu weit nach vorne. Fliehe bitte einfach, du bist gleich tot. Der hat zum Glück noch seine Engines, das ist das Schöne an den Torpedosphären. Okay, wir müssen auf die Torpedosphäre, der bringt halt auch nichts dann. Komm. Spawn noch hier rein, bitte. Auf die Torpedosphäre, weil den Victory-Sternzerstörer kriegen wir sonst nicht, weil der in der Torpedosphäre drin sitzt. Du fließt bitte. Sturm 1. Nehmt euch die verschiedenen Proton-Torpedowerfer, Leute. Du fließt. Die Hyper-Velocity-Gun darf hier nochmal draufschießen. Hier draufschießen. Das Problem ist, die sitzen hier wirklich alle quasi ineinander. Komm, es ist jetzt hier einer geflohen. Nimm den nächsten hier rein. Vernichten. Sag nicht, die können da hinten das nicht nehmen. Doch, sehr schön. Du haust ab. Ja, wir kriegen nur diese eine Torpedosphäre, habe ich das Gefühl. Ich glaube, noch eine schaffen wir nicht. Das heißt, 200 Punkte hier sind schwierig. 100 Punkte haben wir auf jeden Fall. Aber 200 Punkte hier zu schaffen, weiß ich nicht. Die beiden Sharks dürfen sich den Victory-Sternzerstörer vornehmen. Wie viel haben diese Escort-Carrier? 8 Punkte. Die bringen scheinbar, ich wollte sagen, die bringen scheinbar echt viele Proton-Torpedos mit sich, aber nein. Das ist jetzt mies. Ich hatte gehofft, uns diesen Victory-Sternzerstörer schnappen zu können, aber das ist nicht drin, wenn hier noch ein Victory-Sternzerstörer auf uns schießt. Okay, nehmt euch, versucht einen Escort-Carrier zu nehmen. Ansonsten müsst ihr jetzt einfach fliehen. Dann wart ihr nicht sehr erfolgreich. Da kommt die nächste Torpedosphäre. Da ist leider noch ein Victory-Sternzerstörer auf der Seite. Aber dann haben wir 3 von den 5 Victories vernichtet. Schaffen wir den hier noch? Ein paar S. Oh, und den Schaf haben wir leider verloren. In der nächsten Schlacht haben wir dann immerhin 2 Phalanxe mehr. Kommt schon, den Victory-Sternzerstörer noch vernichten. Ah, der Victory hatte sogar keine Schilde mehr. Schade, schade, Schokolade, aber was will man machen, ne? Dann haben sie nur noch einen Victory-Sternzerstörer und dann halt jede Menge kleinere Sachen. Nehmt den Escort-Carrier. Können wir gleich nochmal einen Hyper-Velocity-Anschuss auf irgendwas setzen, aber halt, das wird dann irgendwas Kleines. So 8 Punkte oder so. Fliehen, fliehen, fliehen. Hyper-Velocity-Anschuss. Kann schießen, geht hier drauf. Jetzt vernichtet das Ding, das heilt die ganze Zeit. Immerhin, einen vernichtet. Diese 8 Punkte können wir theoretisch auch noch vernichten. Komm. Ich will nicht zu gierig sein, weil jetzt hat er schon keine Schilde mehr. Aber komm, jawohl. Komm, flieh noch, du hast zu viele Waffen, als dass wir dich verlieren könnten. Ich schätze, wir haben so 130 Punkte gemacht, also müssten die noch so 370 haben. Mal sehen, ob das... 300, wir haben sogar mehr gemacht, als ich dachte. Okay. Die sind einfach abgehauen. Das ergibt keinen Sinn, warum sind die einfach abgehauen? Ich will mich nicht beschweren. Auf nach Gallinor. Unsere Helden haben wir dann immer noch nicht eingesetzt, aber die müssen ein bisschen... Die haben halt einen langen Anfahrtsweg, ne? Müssen ein paar Kilometer fahren. Haben vielleicht nicht das schnellste Auto, dauert dann ein bisschen was. So, wir starten hier in die Schlacht bei Gallinor. Die Map ist mies für unsere Einheiten, aber was will man machen? Spawnt bitte eure Buddies, danke. Einer von euch hier lang. Ihr beiden hier lang. Das Problem ist halt... Was machst du? Die habe ich nie den Auftrag gegeben, da lang zu fahren. Die haben ja Base Defenses. Du musst hier zur Verteidigung bleiben, du kommst noch mit hier hin. Ihr setzt euch bitte einfach direkt vor denen. Das wäre lustig. Was kommt hier an? Ich will den Landepunkt da kriegen. Na gut, aber man kann hier auch... Hier ist direkt der Schildgenerator, das ist natürlich noch besser. Vernichten. Du darfst dich aufbauen. Kannst du hier drauf schießen? Kann er scheinbar. Sehr schön. Komm, ein Megamaser.
ein Megamaser Tank hierhin, ein Megamaser Tank nach hier oben. Und ihr nehmt jetzt bitte den Schildgenerator. Kommt, vernichtet den jetzt. Sonst haben wir hier Probleme. Zurückkommen. Alle hier drauf. Ihr nehmt auch die Ionenkanone und ihr drei. Oder ihr zwei. Fliegt mal schön hier rüber und versucht das hier einzunehmen. Okay, die haben doch ein paar mehr Einheiten, als ich dachte. Damit ist jetzt aber auch das Futikato. Und wir können nochmal andere Infanterie-Einheiten nehmen. Schön weiter. Oh, die haben hier nur Antifahrzeugtürme. Da verlieren wir mal ein bisschen was an Einheiten. Was ist denn so? Ihr lauft bitte hier durch. Ihr fahrt bitte hier lang. Ist aber nett, dass die Artillerie hier so gut mithelfen. Ja, kommt, ihr dürft mal ein bisschen aus Jux und Dollerei. Der Warnart-Transporter hier. Okay. 1, 2, 3, 4. Wir dürfen sogar bombardieren. Wie nett. Hier rüber. Hier rüber. Hier irgendwo nicht. Jetzt fast mit rüber geschickt, aber das ist dann doch ein bisschen zu riskant. Bombardierung wäre vorher besser gewesen. Die werden hier eine Fabrik haben, denke ich. Dann das und das wird ein Stellbüro da rechts sein. Ja. Gehen wir zuerst die Fabrik, dann kommt da nichts mehr raus. Oh! Ende. Besiegen bitte. Dann hier drauf. Und sie fliehen schon. Galenor gehört uns. Perfekt. Zurück zur Galaxiskarte. Dann einmal nach Terephon rüber. Oh, bei Cheruba und so haben sie schon wieder Sachen. Die Einheiten von Galenor direkt mitnehmen. Dann ist Galenor zwar in Gefahr, direkt zu fallen, aber ich denke nicht, dass das passieren wird. Hoffen wir mal, dass Terephon eine bessere Map ist. Wenn wir denn da starten dürfen und seht euch mal hier die Galaxiskarte an, wie viel Hellblau einfach schon ist. Oh nein, warum haben die so viel? Wir haben keinen Antiflug dabei. Dafür haben wir unsere Megamaser-Tanks und die Map ist interessant. Das Problem ist, die ist sehr, sehr klein, diese Map. Spawnt jetzt mal bitte. Warum haben wir hier genau eine Infanterieeinheit? Warum muss das Spiel manches Mal so rumbuggen? Könnt ihr mir das sagen? Worauf schießt denn? Oh, okay. Und hier haben wir auch schon wieder Base Defenses. Das nervt einfach. Eine Repair Station hierhin. Und ihr dürft gerne hier drauf. Ich hoffe mal, dass die Bewohner hier nicht gerade freundlich denen gegenüber sind. Ja, ist neue Republikbevölkerung. Das ist gar nicht schlecht für uns. Das sei denn natürlich, die Bevölkerung geht auf uns drauf. Okay. Dann sind sie jetzt auch selber dabei, die Bevölkerung auseinanderzunehmen. Ihr dürft hier lang gehen. Scout Trooper active. Reporting. Yes, sir. Da kann ein Antifahrzeugturm hin. Yes, sir. Die haben hier wirklich nicht wenig Einheiten. Wenn die den Reinforcement Point hier einnehmen, dann haben wir ein richtiges Problem. Das Problem ist, wir haben hier gerade keine Infanterieeinheiten mehr. Wir verlieren alle unsere Einheiten. Was ein Spaß. Denn ohne Reinforcement Point kann man hier nicht fliehen. Okay. Das wird lustig hier. Vernichtet die bitte. Aber was soll man auch machen, wenn die hier... Auto-Resolve? Oh mein Gott. Jetzt haben wir mit all unseren Einheiten Auto-Resolve gemacht, ne? 2 Gilsins, 3 Mortar TATs, aber gut. Dafür haben wir den Planeten. Hätte schlimmer kommen können. Meins. Pause. Lasst uns hier mal neben den Einheiten nochmal ein paar Gilsians und so holen, aber das hält sich alles in Grenzen. Auf nach Harpes. Nicht, dass die hier irgendeinen Quatsch machen. Und das müssen wir jetzt schaffen hier. Ich würde gerne starten bei Harpes. Danke. Mmh.
Es ist nur eine Meridian 1, damit kann man leben. Und das dürfte nicht allzu lange dauern. Ja, die jungen Kanonen sind nervig, aber auch kein Beinbruch. Was? Jetzt vernichtet das Ding doch! Meine Güte! Dass ich da jetzt noch Leute nachholen musste. Oh, ich habe das Roku-Depot nicht auf dem Schirm gehabt. Das könnte mir jetzt natürlich bei Terephon in den Rücken fallen, aber ich denke, Harpes sollten wir schaffen. Je nachdem, wie die Map ist, 6 Gebäude ist natürlich schwierig. Die werden hier auch ihren Hauptsitz haben, was nochmal zusätzlich Einheiten bringt. Okay, aber die haben scheinbar nicht voll das Ganze hier. Es ist die Alderaan-Map. Keine Base Defenses ist ebenfalls extremst gut für uns. Ihr beiden lauft mal hier lang. Du läufst hier rauf, du läufst hier lang, ihr dürft mit hier lang fahren, du darfst dich aufbauen, du darfst hier hin. Ihr dürft hier ein Beltpad holen, ihr beiden dürft hier runterfahren, da wird eine Ionenkanone sein. Die Landezone gehört uns, sehr schön, die Landezone möchte ich gerne nehmen, werden wir aber nicht schaffen. 1, 2, ein hier hin, ein vielleicht nochmal hier hin, ihr bleibt schön hier, ein Gelsian nochmal und da haben wir auch schon Gegner, die mich nerven. Aber, ach komm schon, gebt mir jetzt hier eure Artillerie bitte. Setzt euch in Deckung. Und wir schauen, hier ist noch eine Artillerie, vielleicht noch eine Artillerie mit 4 Artillerien. Lebt es sich besser als mit 3? Die Frage ist, was das für ein Held ist, aber wird wahrscheinlich ein administrativer Held sein. Und da kommen schon meine verhassten Einheiten hier. 6 Gilsians, Angriff. Hab leider nichts gegen Infanterie, außer meine Artillerie. Eure Flugeinheit hier, ne? Du darfst mal abhauen, wenn du es noch schaffst. Warte soeben. Zurück. Hier vielleicht auch nochmal einen Reparaturturm holen. Du darfst hier runter. Repair Station. Du solltest dich bitte aufbauen. Keine Ahnung, was du da tust. Ihr dürft hier lang. Wir gehen mal mit den Einheiten nicht da lang. Okay. Nein, wir machen keinen Angriff gerade. Wir versuchen einfach nur zu verteidigen. Ja, wir verlieren ein paar Einheiten. Was ist denn so? Wir könnten bombardieren, aber ich wüsste noch gerade nicht, wo drauf. Antifahrzeugturm, das ist nicht nett. Das ist... Oh mein Gott, wir verlieren ja gerade alle unsere Einheiten. Ohne, dass ich es gemerkt habe. Hier kommt man ein Stück zurück. Haben wir noch irgendwo Infanterieeinheiten? Hier haben wir noch Infanterieeinheiten. Ja, die Landezone jetzt hier mir. Nehmt ihr die bitte. Danke. Ihr dürft hier weitergehen. Artillerie, keine Ahnung, ob das so gut ist, wahrscheinlich nicht. Unsere Einheiten, gerade unsere Panzer, sind auch relativ niedrig hier, aber ja, da werden auch die ersten vernichtet. Holen wir mal noch neue Panzer bitte. Natürlich könnte ich das hier schlauer spielen, aber ganz im Ernst, ich will die Harpaner besiegen. Okay. Ich sollte es schlauer spielen. Hier oben haben wir jetzt leider keine Infanterieeinheiten mehr, die uns noch irgendwas holen könnten. Kann ich da noch was bauen? Nope. Das bedeutet, ich brauche eine Infanterieeinheit bitte hier hoch. Oder ich lasse einfach eine Einheit hier, eine meiner Einheiten vernichten. So wie die jetzt. Machen wir hier mal eine Repair Station. Ist das deren Hauptsitz? Nippon Palace. Vernichten wir den mal. Was ist das hier? Royal House. Royal House vernichten bitte. Hier kommt mit. Ja, vernichten. Fahrt hier mal lang. Vernichten. Deren Infanterie, ne? Da kommt meine Infanterie. Repair Station. Noch ein Gilding zu holen. Das wird vernichtet, das wird einfach schon weggebombt und damit ist Harpes unser
Wenn wir jetzt noch da... der Turm ist sicherlich auch nicht nett. Aber hier drauf hätte ich deutlich sicherer spielen können, wäre dann aber auch deutlich länger gegangen. Deswegen einfach neue Einheiten hier holen. Bei Merkur dürften wir neue Einheiten bauen können, oder? Zumindest neue schwere Einheiten. Bei Wayland und unsere Helden mit... Das darf nicht wahr sein. Leonia Tavira ist hier. Leonia Tavira ist vielleicht die interessanteste Imperiale, die es je gab. Klar, mit Dala und Izzard. Habe ich auf Star Wars Basis ein eigenes Video schon zugemacht zu Leonia Tavira. Ist das fies. Als 16-Jährige hat sie sich den Weg zu einer Moff hochgearbeitet. Wurde irgendwann Kriegsherrin, Piratin. Hat eine machtsensitive Sekte kontrolliert. Mega interessante Frau. Deren Geschichte leider nie zu Ende erzählt wurde, weil dann der Kanon kam. Und die im Kanon bisher noch nicht aufgetaucht ist. Aber das schützt die halt so oder so nicht vor mir. Die hat einen Interdiktor. Oh nein, ich kann nicht fliehen. Was soll ich nur tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bitte vernichte mich nicht, Frau Leonia Tavira. Angriff. Die hatte sogar noch ein japanisches Schiff mit dabei. Ja. Eine Heldin der Gretchen Root vernichtet. Perfekt. Zurück zur Galaxiskarte. Einmal Roku Depot gucken, ob die da noch irgendwas haben. Oh, was macht der da? Was macht der da? Wieso sitzt der da beim Roku Depot? Ob wir das hier schaffen, weiß ich nicht. Und ich sehe auch gerade, die Zeit für dieses Let's Play ist eigentlich um. Lass uns einmal Lucky Lucky machen und dann ist das vielleicht ein guter Tease für die nächste Folge. Beginnen wir mal und gucken, was hier denn so los ist. Oh mein Gott, okay. Ihr seht, was hier los ist. Wir fliehen, würde ich sagen. Hier können wir nochmal kurz einen schönen Blick auf dieses Roku-Depot nehmen. Das machen wir in der nächsten Folge. Damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.